Mittlerweile seid ihr es ja gewohnt. Wenn die Weihnachtsfeiertage anstehen, heißt es natürlich zum Feste nur das meiste. Und damit hallo und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 51. An Weihnachten sagt man ja unter anderem, man soll reich beschenkt werden. Egal wie, ich mach's einfach in Videoform an euch und deswegen ist der Sendeplan für die kommende Woche einfach wieder pickepacke voll. Allen voran, beim Rainbow Six Siege mittlerweile sind das ja so 45, 55 Minuten Folgen, also 4 Stunden Rainbow Six Siege, einfach das Doppelte von dem, was ihr bisher sonst so gewohnt seid. Und natürlich dann eben auch doppelte Packung Life is Strange. Und natürlich auch wie die Jahre zuvor F1 dann einfach weiterhin in einfacher Form. Wir sind ja gerade erst wieder losgefahren mit dem aktuellen Ableger. Und ja, da habe ich jetzt nicht so den Folgenvorrat. Und da einen bestimmten Folgenvorrat anlegen, ist halt so eine Sache. Ich hätte auch mit der ganzen F1-Reihe eine Woche später anfangen können. Dann hätte ich dann an Weihnachten einfach auch 14 Folgen rausbringen können. Aber nee, dann lieber einfach eher beginnen, diese eben eine Woche. Und die Folgen gehen ja auch ganz gut knackig lang. Und mittlerweile oder aktuell habt ihr ja auch 7 Folgen in der Woche, ne? Normalerweise gibt es ja bloß 6 bei F1. Aber Breaking Point sei Dank. Und noch eine Info zu Rainbow Six Siege. Vor 2 Wochen ging ja die neue Operation High Caliber los. Und da will ich euch einfach mal wieder sagen, wann ihr mit den jeweiligen nächsten Operationen so rechnen könnt. Aktuell läuft ja Operation Shadow Legacy. Die begann mit Folge 2508. Als nächstes steht dann Neon Dawn an. Da geht's dann mit Folge 2616 los. Dann die Operation Crimson Heist beginnt mit Folge 2733. Als nächstes dann Operation Northstar mit Folge 2833. Als nächstes dann Crystal Guard beginnt mit Folge 2918. Und eben die aktuell laufende Operation High Caliber beginnt dann mit Folge, Achtung, hingehört, Folge 3007. Ja, die 3000. Folge ist abgedreht und es geht weiter mit dem Regenbogenspiel. Mal gucken, wo da die Reise hinführen wird. Ich mag ja die beiden Dauerbrenner, die F1-Reihe und Rainbow Six Siege, auch wenn die in der Vergangenheit technischer Natur auch schon ganz schön genervt haben. Also das war 2021 jetzt schon ganz schön besonders. Aber sie laufen weiterhin und mal gucken, wie lange. Bei F1 ist ja das in Anführungszeichen Problem. Die Spiele werden ja jährlich rausgebracht. Aber im Grunde könnte man ja einfach F1 2014 bis F1 2021 einfach alle Folgen zusammenrechnen. Und dann werden wir trotzdem unter Rainbow Six Siege kommen. Aber die beiden Dauerbrenner, die dauern weiter an. Folge 3000. Finde ich immer noch krass. Aber nochmal für euch zur Info und falls ihr nicht nachrechnen wollt. Operation Shadow Legacy hat 1008 Folgen bekommen. Neon Dawn 117. Crimson Heist glatt 100 Folgen. Northstar Folge 85 Folgen, so rum. Crystal Guard sind 89 Folgen geworden und mal gucken, wie viele Folgen High Caliber bekommt. Dass es jetzt weniger geworden sind, liegt teilweise auch daran, dass einfach die Folgen nochmal einen Ticken länger geworden sind. Ja. Also machen wir uns auf zu Folge 4000. Das ist so krass, 3000 Folgen Rainbow Six Siege. Hätte ich niemals gedacht im Jahr 2016. Das Spiel läuft schon seit über 5 Jahren hier auf dem Kanal. Nicht immer gleich, mal nur alle 2 Tage, denn jeden Tag eine Folge und dann mal 2 Folgen pro Tag und mittlerweile wieder eine Folge pro Tag, aber eben eine ganz besonders lange. Ja, ja, die beiden Dauerbrenner F1 und Rainbow Six Siege. Passend hier zu Weihnachten und Winter und hoffentlich auch Schnee, Rainbow Six Siege hat ein neues Event rausgebracht. So eine Spieleliste, die knapp 3 Wochen geht. Das ist sowas von geil, der Soundtrack, und das macht so einen Spaß, kann ich euch sagen. Da könnt ihr euch dann auch schon auf die entsprechenden Folgen freuen, die dann Anfang 2023 rauskommen werden. Aber vielleicht bringe ich zwischendurch nochmal eine extra Folge, denn dieses Snow Brawl, das ist einfach toll. Das ist richtig gut gelungen von Ubisoft. Gefällt mir richtig gut. Aber gut. Wird mal wieder Zeit, ein Ende zu finden.
Ich wünsche euch in der nächsten Woche einfach eben eine ganz besonders schöne neue Woche. Nicht nur wegen Weihnachten, aber an Weihnachten sollte jeder eine schöne Woche haben. Egal, ob er Weihnachten mag oder nicht. Wenn nicht, dann kommt er für euch vielleicht genau richtig zum Fest nur das meiste, weil ihr dann einfach vielleicht mehr Zeit habt und diese einfach mit Folgen nutzen könnt. Und selbst wenn ihr nicht die Zeit findet, die ganzen Folgen, die jetzt extra rauskommen, zu gucken, ich sag's ja immer wieder gerne, die Folgen auf YouTube werden ja nicht schlecht und was draußen ist, das könnt ihr euch einfach, wenn ihr mal mehr, mal weniger Zeit habt, anschauen. Also, viel Spaß mit zum Fest nur das meiste und habt einfach eine wunderschöne Zeit. Mit dem Folgen gucken oder beim gemütlich Dasitzen, beim Zusammensein, egal wie ihr eure Zeit verbringt. Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.